Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Wer nur schauen will... Samen. Nicht, hast du... Was rödelt ihr eigentlich, Alter, an dem Ding rum, ey? Man geht das kaputt, wenn sie so weitermacht. Sie rödelt an dem Ding rum. Ah, hast du es verstanden? Oh, nein, okay. Alter. Ey, Mann, ich habe bis jetzt keine vulgären Ausdrücke hier benutzt. Doch, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon ein paar. Ey, was machst du denn hier drin? Ja, ich stampf durch den Garten, weil ich's kann. Guck mal. Ich hab das Trollgesicht. Den hab ich auch, das ist der Pedobär. Wenn du hier stehst, weißt du, bist hier gerade am Langlaufen. Mir er gefällt steht er hinter jetzt dir. Schon. Oh mein Gott, mir gefällt er jetzt schon. Ich war überglücklich, als ich den hatte, konnte ich ihn endlich verkaufen. Du hast einfach so, das heißt, wisst ihr, ich musste jetzt gerade das hier kriegen, also den da kriegen, damit der reinkommt, damit der hier bei mir sesshaft wird und von denen da gefressen wird, damit der auch sesshaft wird. Was für eine Kettenreaktion. Voll krank, oder? Ja. Die Kettenreaktion bräuchte ich mal bei Yu-Gi-Oh! Super Überleitung. Du kannst mal auf Schießen drücken. Ja, kann ich tun. Ob ich es mache, ist eine andere Frage. Boah, ist ja richtig böse. Ey, eine Stunde sind wir jetzt dran. Wuhu! Wir haben noch nichts geschafft. Ja und? Dafür haben wir hier eine Menge. Nee, Spaß haben wir auch nicht. Nee, nicht wirklich. Guck mal, Marius and the Und das Fresh. Ist schlecht, wenn man keinen Spaß hat. Nee, jetzt mal Let's Plays oder. Egal, Parts müssen nicht überproduktiv sein. Und übrigens gibt's die Überspringen-Taste, nicht wahr? Der hat gerade einen Pinata gefressen. Krass, freu ich mich doch. Jetzt wirst du nur die Frage, ob er dich gefressen hat oder ob da bist. Sie bitte? Kenseri 3, das ist hier. 4. Oh oh. Es hat dich gefressen! Natürlich! Wie hätte es anders sein können? Du Sau, du hast mich gefressen. Was fällt dir eigentlich ein, du unverschämter Lümmel? Ist das geil? Ja, das war klar, dass du jetzt wieder darauf einen runterholst, natürlich. Ah, ich fand das super. Ich hab ja gehofft, dass du gefressen wirst. Du hast gehofft, dass ich gefressen werde, wie gemein. Ich hab dich halt zum Fressen gern. Vielleicht bin ich einfach nur von deinem Hof weggelaufen. Und du glaubst, dass er mich gefressen hätte. Und baue eine Armee auf! Und dann nein, nein, okay. Ich bin schon wieder zu... abgespaced. Kacke im Kopf. Das, die Frage, das Gehirn gestuhlt, ey. Jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal einen Kandari fangen, damit er überhaupt wieder reinkommt, weil es ist ja kein Kandari mehr da. Einen Kandari fehlt ja jetzt. Dann benenn mich mal nach diesem Pedobär. Nee, ich hab keinen Bock auf Pedobären hier drin. Damit nämlich noch irgendwas Größeres, was nicht so schnell gefressen wird. Das war ja voll uncool, mein Auftritt war... Nee, nee, das sagen wir nicht. Aha, du wusstest also, dass die Viecher gefressen werden, deswegen hast du mich auch noch diesen Vieh benannt. Ja, ich wusste auch genau, dass der Ätzel gefressen wird. Es war alles von langer Hand schon geplant. Ja, seit Anbeginn der Zeit. Alles klar, ich verstehe. Das war das schon weltraummäßig vorgeplant. Wenn man hier so gut im Plan wäre, dass du ihn schon auch besiegen können. Hätte Barakette. Der Hund nicht geschissen, hätte den Hasen auch nicht bekommen. Das macht keinen Sinn, hätte der Hund nicht geschissen. Das verstehst du nicht. Das heißt, hätte er den Hasen auch nicht bekommen. Also ist ja egal, was er gemacht hat, hätte den Hasen ja nicht bekommen. Das ist schon wieder zu hoch für dich, oder? Hört mal woanders, ey. So ein Witz. Ich hab grad ein krankes Tier getötet. Herzlos. Wie kannst du einfach dich einem kranken Tier entledigen, indem du es einfach gnadenlos in den Boden rammst? Ich hab's ja nicht in den Boden gerammt, ich hab ihn dann gewischt. Und es ist zersplattert in tausend Einzelteile, das nennst du nicht grausam. Ja, aber ich hab ihn nicht in den Boden gerammt. Ich hab ja nichts gesagt, dass es nicht brutal war. So, wo bleibst du? Geiler Gugu. Hier sind zwei Modrops, die gefressen werden wollen. Motra. Godzilla. Godzilla. Das wäre cool. Godzilla als Pinata. Der geilste Satz in diesem Film war: Was hast du gesehen, alter Mann? Ja. Ich finde diesen Satz einfach mal epic. Godzilla. Ja, genau, wenn er die Antwort darauf gibt. Vor allem, weil er dann auch 100%ig versteht, Alter. Da
daher kommt Galagugu. Du bist nicht Galagugu, du bist Chico. Die Katze will auch mitspielen. Oh, weißt du was? Nee, weißt du mehr? Alter, hat er hier einen halben Pansen in der Schublade? Ich glaub's nicht, ey. Nom nom nom! Sag ich ja gewollt, dass ich fresse. Ohne Witz, ey, jetzt riecht's hier voll nach Wurst, ey. Das ist echt scheiße, muss ich sagen, ey. Boah, was für ein Geruch an Wurst? Was ist das für eine Wurstschublade, Mann? Das ist die Nonplus Ultra Wurstschublade. Da ist ein halber Pansen da drinnen liegen. Das ist für Zombie-Apokalypse, damit sich der Geruch länger hält. Boah. Boah, was für ein Geruch hier, Alter. Jetzt riechst du ja voll nach Wurst. Na gut, besser als nach irgendwas anderem, aber. Yeah. Kommt doch an, nach welcher Wurst. Oh mein Gott! Anwesend! Ich sag auch nicht Satan. Ich sag immer Satan sei Dank, statt Gott sei Dank. Ich glaub nicht an Gott. Ja, ich bin ein Gotteslästerer. Ich geb's öffentlich zu in der Community, natürlich. Ja, ich glaub nicht dran. Ich wiederhol's nochmal. Das wird sowieso keiner so. Für mein Gelaber interessiert sowieso keiner. Aber das ist okay. Ich interessiere mich um mein Gelaber. Das ist auch das Beste, was du machen kannst. Ja, wenn dir schon keiner zuhört, am besten dir selber zuhören. Ja, meistens rede ich mit mir, wenn ich mich im Rage-Modus bei irgendwelchen Spielen befinde. Dann rede ich permanent. Auf die scheiß Tulpen hier dann zu fressen. Wie wär's, wenn du mal jetzt den Mucke aufs Fressen willst? Ja, auf in den Boden zu glitschen, du Scheißvieh. Kannst du uns helfen? Was? Hey. Eins deiner Wertbolzen. Diggi Diggi. Es wird Zeit. Mach ich. Wie heißt dieser Froschmann oder was auch immer sein soll? Ja, keine Ahnung. Was? Du hast keine Ahnung. Und was, wenn ein Zuschauer das wissen möchte? Dann hast du keine Ahnung. Oh, er hat Motorrad gefressen. Oh mein Gott, er hat es voll auseinandergerissen. Oh, jetzt ist ein komplett anderer. Willst du mich rollen? Das ist ein komplett anderes davon. Oh mein Gott. Ey, jetzt ist ein komplett anderes Galagugu. Willst du mich rotzen? Ja, wenn ich das angucke. Mann, Alter, jetzt hab ich gehofft, dass es mal das eine Galagugu ist. Nee, jetzt ist ein anderes Galagugu, was jetzt noch 4 Tulpen fressen muss. Herrwoll! Geht doch. So, was haben wir hier? Achso. Hast du noch einen Mod-Drop? Weil sag mir nicht, du bist wieder zu blöd, hier rauszukommen. Ich kann ja nicht halten, was das ist. Er ist immer zu blöd, da rauszukommen. Es ist zum Heulen manchmal. Boah, willst du ihn jetzt einfach verpassen mit der Schaufel oder was? Nee, Ich muss den scheiß Weg bauen, das geht nicht drüber. Eine Schaufel kann auch kotzen, das finde ich ja extrem geil. Eine Schaufel kann alles. Das wird auch gerade abgerutscht. Alter, bist du immer noch. Das ist aber nicht. Ich glaube, der hat keinen Bock, deinen Weg zu nehmen, der ist viel zu einfach. Hätte ich euch, wenn ich unbedingt sein muss. Stress nicht! Recht wahr! So dankbar sind die Viecher. Vor allem das Kranke ist, ich hatte mal so einen Wolf, ne? Übelst krass hochgezüchtet, ne? Richtig viel Kohle, ich hätte den für 5000 Schokomünzen verkaufen können. Ne? Auf einmal hängt er hier an so einem scheiß Gestrüpp fest, wird traurig und haut ab. Jetzt ist hier noch. Das hat mich schon übelst genervt. Alter, sag mir jetzt. Na super, ich kann das Schwanenhaus verkaufen. Der hat den See hier voll gekotzt. Hä? Kannst du diese Pflanze dann nicht mehr weg? Nee, ich kann ja. Oh mein Gott. Also, ich kaufe nochmal neu dahinstellen. Was für ein Dick. Weil dann kann ich nochmal neue Erde dahin schütten, weil das Haus nicht dahin passt. Weißt du was? Arsch. Stress da. So, jetzt würde mich ja interessieren. Ich habe jetzt noch kein neues von diesen Viechern jagen lassen. Das ist einfach ein Grund. Weil ich gucken will, ob der jetzt auch ohne reinkommt. Oder ist das 5 Stück? Alter, wieder gucken. Wo seid ihr? Findest du jetzt cool oder was, hä? Wer du Katzen aus Gesicht, Alter. Oh, das müsste jetzt mal direkt auf die Kamera. Der
nicht toll. Guck mal, ich kann fliegen und du nicht. Jetzt haut er ab. Das konnte wahrscheinlich nicht, weil keine 5 Stück hier drin sind. Das ist doch so ein Ratzen dämlich. Hallo. Chico, du fickst schon wieder aus. Hast du es mal heute? Hast du die Jagd genommen oder so? Ich glaube, ich mache meine Katze nervös. Nee, Perol ist immer so ein Jammer. Ist aber noch nicht zu fressen. Ich hab's vergessen, Alter. Hat die jetzt Hunger oder was? Ja, die. Unsere Katzen auch die ganze Zeit. Die haben was bekommen. Es hat schon mal mitvergessen, dass was, was es schon kein Geld bekommen hat. Die ist der Ex-Hausball. Ja, unsere Katzen sind genauso, ey. Die haben etwas bekommen, haben sie gegessen, 10 Minuten stehen sie wieder vor einem, locken einen praktisch so zur Futterschale wieder hin und sagen im Prinzip, hier, mach wieder was rein. Finde ich immer ganz gut. Nee, bei mir ist es, fängt meistens immer Tiere an, dass sie rumjammern und dann per Wolf auch wirklich konstant. Ununterbrochen, Alter. Ich glaube, die ist noch nicht alt, direkt keine per Wolf, ne? Hä? Per Wolf ist noch gar nicht so alt, die ist noch. Boah, die ist schon ausgewachsen. Was, echt? Ja. Die wird nicht größer als so eine kleine Katze. Die wir. Wir haben ja auch. Das ist, was ist für eine Rasse? Eine normale Hauskatze. Ach so, okay. Die hat mal. Oh, scheiße. Wir haben nämlich auch eine, aber die ist. Siehst du, unsere Katze ist ja größer als eine kleine Katze. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie noch etwas jünger wäre. Ja, das ist das Problem halt bei der Katze. Die hatte jede Kinderkrankheit halt durchgehabt. Ja. Das ist halt, ja, ist noch extrem ängstlich geworden, hast du nicht gesehen. Halt viel Stress, ne? Dementsprechend hat nicht viel gefressen. Deswegen ist er auch allzu ängstlich, ne? Ja. Und deswegen, also. Dafür ist der Chico umso fetter. Ja, der ist ja groß und so. Das ist ein Monster wie unser Katzen. Das ist auch, glaube ich, eine Hauskatze oder so, ne? Ja, ist ein Hauskatze. Und dafür ist er auch groß. Was heißt jetzt groß? Denk mal Normalgröße für einen männlichen. Für einen männlichen Mann! Männlich! Ich bin so Testosteron gesteuert! Okay, genug davon. Das männliche Grunzen. Yeah! So, ich glaube, ich muss jetzt nochmal einen Canberry fangen lassen. Mal gucken, wie viel das kostet. Ah, ich hab grad mein Öhrchen. Also, ich kratze mein Öhrchen. Also, es wäre blöd, wenn ich mein Ohr jucken würde. Da müsste ich ja noch kratzen, aber ich kratze gerade bald zu viel. Dank meiner erstaunlich sensiblen Sinnesorgane habe ich dich bereits kommen. Oh, tausend. Was sind denn Sinnesorgane? Ja. Voll die coole Tante, Alter. Eigentlich mal lustig, wenn man sich so anhört, was die alles immer zu labern haben. Echt ganz toll. Onkel Pedo, ob ich die jetzt verkaufe. Onkel Pedo, ich komme darauf irgendwie nicht so ganz klar. Finde ich immer gut, ey. Ja, überlegen, ob ich die verkaufe oder nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe eigentlich nur so Riesenvieh. Ja, gut, das ist jetzt hier. Ich hab sogar eine Chica. Früher waren es die Worms, also diese komischen Wurmdinger da. Da habe ich mir gesagt, jetzt will ich keine Wurm, da fand ich die irgendwie voll süß. Da ich die jetzt nach Chico und Chica getauft habe. Das sind jetzt halt meine Communities, ne? Extra für euch. Apropos, nee, das mache ich lieber noch nicht. Ich wollte eigentlich gerade deinen Typen mal anziehen, aber wenn der auch noch gefressen wird, hätte ich ein Problem, habe ich auch ein sonstiges Cola gegeben. Aha, du wolltest also an mir ein FFK-Exempel statuieren. Ich soll nackt durch die Gegend laufen. Ja, mit deinem Astralkörper. Ey, ich wurde gerade niedergetrampelt, ich hab's genau Telefon. Gesehen. Telefon! Telefon! Nee, wir können ruhig die Telefonnummer rausgeben und
Achso, okay, ja. Nee, ansonsten habe ich es nicht. Man muss mir halt nur sagen, wann, dann gucke ich, dass wir auch dann noch wirklich mal was essen. Nee, nicht lustig. Okay, machen wir so. Gut. Okay, ja, das ist kein Problem. Tschüss. Lass dir was zum Rausschneiden. Ja, yeah, rausschneiden. Also mal packen wir mal unterbrochen wird sowas. So, wir sind wieder zurück. Jägerin fängt Pinata. Ich habe natürlich totale Freude. Auf jeden. Es war gerade mein Vermieter, der wollte, dass ich diesen Monat schon rausziehe, aber hat er sich geschnitten, weil er nämlich den Monat verwechselt hat. Gedacht, ich würde diesen Monat rausziehen. Warte, ob meine Wohnung schon leer ist. Nö. So, wir gehen gleich zu der Pinata-Fängerin hierin. Was ist das der denn jetzt? Muss er gerade niesen wahrscheinlich, ja? So. Jetzt gehen wir schon wieder viel zu viel Kohle aus, ey. Hey, hast du Arbeit für mich? Bitteschön. Die sieht crazy aus. Die sind immer wieder betonen, ey. Die sehen alle so krank aus. Waren die halt ein Bonbon vorne rumtribbelt? Das ist voll die Pedo-Tante. Bonbon-Bommel-Tante, ja. Bonbon-Bommel-Pedo-Tante. Warum Pedo? Ja, weil das für kleine Kinder halt ist. Apropos kleine Kinder. Ich habe vergessen, was wir jetzt die ganze Zeit machen wollten. So, jetzt haben wir unseren fünften wieder hier. Das ist aber jetzt Nummer 6 eigentlich dadurch. Da fliegt er. So, wie lange spielt er eigentlich schon wieder? 1,18. Bisschen müssen wir noch, Leute. Ein bisschen länger müsst ihr das noch alles ertragen. Ihr seid selbst schuld, ihr müsst euch nicht angucken. So, erzähl doch mal ein bisschen was hier. Lustiger mal die Zuschauer. Naja, nachher sagst du zu mir, hast du viel gelabert, ey, du nimmst mir mein Challenge weg, ey. Nein, treue Zuschauer sind treue Zuschauer. Ich kann jede Menge erzählen. Was hast du denn früher so gespielt und so? Was ich früher gespielt habe, was ich heute gespielt habe, ja. Also im Prinzip früher, hauptsächlich, meine Kindheit wurde geprägt durch Spiele wie Spyro und Crash Bandicoot. Meiner Meinung nach eine der besten Games, die jemals für PlayStation 1 erschienen sind, welche, also diese Reihen. Spyro, nur bis Teil 3 aber, die späteren Teile habe ich nicht mehr gezockt, weil ich fand es auch nicht mehr so toll. Und Crash, alle Teile durchgezockt. Team Racing, was später noch rauskam, und Crash Bash, alles. Wenn man so auf 100% mit allen Goldrelikten die Spiele macht, ich sag mal Crash-Spieler wissen das, Frustfaktor hoch 10. Jedenfalls wenn man so einen Skill in diesem Spiel hat wie ich. Ja, aber ansonsten heute eher, sag ich mal, alle Spiele, was mir so gefallen, hauptsächlich auch sowas God of War, die ganze Reihe. Aber das ist so von den Hack and Slay eigentlich so ziemlich die einzigste, was ich da zocke. Sonst hauptsächlich Dragon Ball, ja. Ja, das ist so. Und noch so etwas ältere Games grabe ich mal wieder aus, wie Medieval oder sowas. So alte PlayStation 1 Games, halt, die fand ich halt alle ziemlich cool. Aber ansonsten nichts Großartiges eigentlich. Ist das so ein Lieblingsgenre oder sagst du hier, ach, bin ich jetzt frei offen? Eigentlich frei offen. Was ich überhaupt kein Typ für bin, also wo ich absolut grottenschlecht bin, ist Strategiespiele. Das wundert mich jetzt irgendwie kein bisschen bei dir. Oh mein Gott! Jetzt hat er sich schon wieder hier reingehakt und kommt nicht weg. Hehe, der will dich treu, guck mal. Hässliches Stück Scheiße. Entschuldigung, Exis. Ich glaube, der mag dich auch nicht. Er legt sich als extra schlafen. Vor allem, es gibt ja auch nicht genug Platz hier, ne? Aber es gibt nicht den Platz, der da ist. Er mag nur den Platz. Mama liebt nur mich! Ja. Papa sagte mir, du bist gar nicht von ihm. Oh mein Gott. Das ist so gemein, oder? Mhm. Ist das auch? Achso, du bist das. Da fappt sie aber einer ganz schnell hier. Der guckt dir zu, was du machst. Papp. Da wär's Sau. Ich würde sogar gerne, wie der Dreck einfach wegsplittert. Einfach noch in der Schaufel im Boden und pfff. Lass mal nächstes Mal auch in meinen Graben umgraben. Einfach mal gucken, was passiert, wo der Dreck hinfliegt. Ja, wahrscheinlich genauso die gleiche. Genau in mein Face rein. Ja. Wahrscheinlich genau die gleiche Animation. Vor allem, das kann man auch zu zweit spielen, das Spiel, ne? Echt? Ja.
Und das erzählst du erst jetzt. Ja, ich habe keinen Controller. Aber ich würde dir deinen ganzen Karten ruinieren, wenn du mich da dran lassen würdest. Ja, genau deswegen habe ich im Prinzip, weil jeder Part ziemlich, ich denke immer mehr unproduktiv als produktiv. Gut, ich bin jetzt auch nicht gerade einer der produktivsten Spieler hier. Hier, kannst du reinkommen. Ich bin auch einer der produktivsten. Ich schreie viel rum. Ich bin ehrgeizig in den Spielen. Wenn ich irgendwas schaffen will, schaffe ich es meistens auch, aber auf meine Art und noch 1000 Fails wahrscheinlich. Aber ich schaff's irgendwann auch. Ich weiß nicht, wie man sowas hier anmacht. Hier. Muss da irgendwie so. Die anmachen, also ein Brunnen, ne? Ja. So Wasser ist drin, ja. Und wieso weißt du sowas nicht? I don't know. Just looking for. So, ich habe wieder viel Müll hier rumfliegen, weil ich unbedingt noch ein paar Pinatas dazu kriegen möchte. Aber ich krieg die einfach nicht und jetzt ist das Bazeng auch wieder weg. Ne, da ist es ja. Anstatt so blöd zu gucken, könntest du mal reinkommen. Ja, du bist gemeint. Nee, will er nicht. Ich sehe nicht. So, geht doch, Kollege. Und jetzt suchst du dir bitte schön Dengo aus und frisst ihn noch. Nix da. Dengo, hau ihm eine rein, sofort. Wenn er auf 21, 22, genau. Ey, ich bin der deutschen Sprache heute nicht mächtig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich eigentlich nie, aber... Yeah. Und Schuss. Da. Da komm, kurz mit der Kamera näher, will er wieder weggehen. Oh, hinter.